Hi, Leute, was geht ab? Willkommen heute wieder zurück zu dem Spiel, in dem ich Bilder erraten muss oder Bilder erkennen und dann erraten muss, was auch immer. Ihr werdet das gleich sehen. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, checkt ihn unbedingt aus auf meinem Kanal. Das war mega cool. Und ich würde sagen, Leute, lasst gerne ein Like da hier für mehr. Und wir starten direkt durch. Yo! So, also, wir haben hier Essen und Tiere. Tiere haben wir sogar schon 17%, Essen haben wir noch 11%. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Tieren, weil das am leichteren ist, ja. Wir schauen mal. So, wir haben hier jetzt unser Feld, in dem wir das hier freirubbeln, sehen wir, was sich hier für ein Tier dahinter befindet und ich sehe, es ist der Leopardovic. Leopard, genau, es ist der Leopard und in der letzten Folge haben übrigens mega, mega viele Leute mir in die Kommentare geschrieben, dass das Spiel mega cool ist. Dankeschön erstmal für dieses positive Feedback, Leute. Kleinen Applaus an euch da draußen und ich würde sagen, wir fangen an, wir machen weiter und wir labern jetzt nicht so viel. Verschwenden keine Zeit. Das hier ist die Kröte. Das sehe ich sofort. K-R-Ö-T-E. Easy going. Zack. Okay, beim nächsten Bild bin ich mir sogar relativ sicher, was es sein wird. Denn es hat nur drei Buchstaben und ich glaube, das hier ist der Bär. Ohne mir das anzugucken, Leute. Ohne mir das anzuschauen. Ungewöhnlich. Wir haben sogar einen coolen Erfolg bekommen gerade. Was könnte das hier sein? Ich mache mal ein Bild frei. Okay, keine Ahnung. Was könnte das sein? Ein Orang-Utan ist es. Boah, wie wird das geschrieben? Ist das ein Orang-Utan? Ich bin nicht sicher. Es ist ein Eichhörnchen. Ein Orang-Utan. Oh mein Gott, wie dumm, Alter. Einfach ein Orang-Utan. Ich glaube, es ist ein Eichhörnchen, oder? So, wenn das jetzt das Eichhörnchen ist. Eichhörnchen. So. Oh. Hören. So, kleinen Fehler drin gehabt. So, das Eichhörnchen. Oh mein Gott, ein Orang-Utan. Ich wollte schon sagen, Alter. Ist einfach der Orang-Utan. Man kennt's, Leute. Man kennt's. Das hier könnte... Vielleicht Fasan? Nee. Hase. Der Hase. So, easy. Dann haben wir hier... Was ist das? Ist es ein Pferd? Nein. Was soll das sein? Kamel vielleicht? Kamel? Es ist das Kamel! Jawohl! Es ist ein Kamel. Hyäne ist das hier, ne? Hyäne. Hyäne. So, da ist das normale E. Eine Hyäne. Sieht voll cool aus, ne? Sieht richtig, richtig nice aus. Aber ich habe mal gehört, dass sie ziemlich hart stinken sollen. Hyänen. Es ist ein Fisch, oder? Ein Goldfisch ist es. Goldini. Goldfisch. Wo ist denn? Das ist kein Goldfisch, Leute. Das ist ein Flamingo. Flamingo. Oh mein Gott, was? Oh nein, ich habe gedacht, das wäre ein Goldfisch. Ein Goldfisch. Oh Mann, Alter. Oh, so dumm, richtig dumm. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir mal genauer hinschauen. Was könnte es hier sein? Ein Lemur? Vielleicht? Aber wie heißen die denn nochmal? Wie nennen die sich denn nochmal? Ich weiß nicht, wie die sich nennen. Ja, ich sehe, dass das so ein kleines Äffchen ist, aber... Wie die sich nennen, weiß ich jetzt nicht. Okay, ich nehme mir mal den hier. Ja, L. Vielleicht so. Lemur vielleicht? Lemur. Lemur, ich hab's doch richtig gesagt die ganze Zeit, aber ich schreibe es mit Y. Lemur. Ach Mann, ich habe noch nie in meinem Leben Lemur geschrieben. Noch nie, noch nie. Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Aber dafür machen wir das hier jetzt hier, ohne Probleme. So, das hier ist auf jeden Fall ein Vogel. Irgendein Babyvogel oder sowas. Aber was für ein... Was für ein Babyvogel ist das? Warte, ich muss mir noch mal ein bisschen mehr holen. Ein Strauß könnte das sein. Ist es ein Strauß? Es ist der Strauß. Jawoll! Ist ein Strauß eine Vogelart? Ich weiß es nicht. Könnte ein Strauß... Ist Faust noch eine... Faust. Ist eine Faust eine Vogelart? Nein. Okay, gut. Das ist Marienkäfer, glaube ich. Nee. Hä? Es ist eine Gottesanbeterin. Oder? Ist Gottesanbeter? Heißen die so? Gottes... An...
Bitterin. Boah, Gottesanbitterin. Aber guck mal hier, war 80% auf dem Bild ist einfach Dings. Ist einfach nur grün. Toll. So, das konnten wir nicht herausfinden, so auf direkt. So, das hier könnte Fasan. Bam, yo, ich musste mir das nicht mal angucken. Huh, das war heftig, Leute. Das war gerade richtig heftig. So. Das ist ein Waschbär. Easy going. Da haben wir direkt schon den Waschbär rausgesehen. Waschbär, zack. Ich liebe Waschbären, die sind richtig süß. So, was können wir hier haben? Koala. Das ist der Koala. Sah ich so, habe ich sofort gesehen. Koala, der Kleine, der pennt. So, hier haben wir ein Walross, glaube ich. Walross. So. Das Walross. So. Und ich weiß immer noch nicht den Unterschied zwischen einer Robbe, einem Seelöwen und einem Seehund. Wo ist da der Unterschied? Wo ist da der Unterschied? Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. So. Wir gucken weiter. Das hier könnte ein Gürteltier sein. Gürteltier. Das Gürteltier. So. Okay, ich würde sagen, wir switchen gleich nochmal rüber zu Essen. Zu den Essensprodukten, weil ich nämlich ein bisschen Hunger habe und ein bisschen schauen möchte, ob wir die Essensprodukte auch erraten können. Okay. Das da ist eine Raupe, glaube ich. Das könnte wirklich eine kleine Raupi sein. Raupe. Raupe! Oh, die ist so ein bisschen durchsichtig sogar, ne? Sieht aus wie so was Kleines, wie so Gelee, so was Leckeres zu essen. Ja, okay, ich werde jetzt keine Raupe essen, aber das sieht für mich irgendwie ein bisschen... Okay, wir machen weiter. Ihr habt nichts gehört, okay? Ja, der Lars, der gerne Raupen isst. Man kennt ihn. So. Das hier könnte ein... Keine Ahnung, was sein. Okay, hier haben wir schon mal ein Auge. Das ist die Ziege, Leute. Die Ziege. In der letzten Folge hatten wir ja das Schaf. Und jetzt haben wir die Ziege. Ich finde, Ziegen und Schafe sind so richtig cool. Das sind richtig süße Tiere. So. Schauen wir mal rein. Pinguin. Easy. Pinguin. Bam. Das ist der Pinguin. Ich habe... Ja. Das sofort erkannt, Leute. Direkt erkannt. So. Als nächstes Bild haben wir natürlich hier den allseits beliebten Wal. Lee. Whale. Den allseits beliebten Huale. Hual. Den allseits beliebten. Was ist das? Hirsch? Was soll das sein? Ist das ein Hirsch? Ist es. Das ist auf jeden Fall. Was? Hä? Wie heißt das Ding denn nochmal? Och Mann, mir fällt's nicht ein. Ist kein Hirsch, das ist ein Elch. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Es ist ein Elch. Oh. Ist auch wieder so typisch Lars, ey, wirklich. Was ist das? Das ist ein, Pfau. Genau, so. Der gute alte Peacock. So, hier. Das könnte eine Wespe sein, eine Biene sein. Aber man sieht auf dem Bild halt nothing. Ah, doch, ein Kolibri ist es hier, glaube ich, oder? Ich schau mal gerade, Kolibri. Es ist ein Kolibri. Ja, hier, da ist er, der kleine Fratz. Okay. Das ist safe, das Krokodil. Boah. Krokodile. Was ist denn? Krokodil. So, nice. Okay, ich würde sagen, wir switchen, gerade mal rüber zu dem Essen. Wir haben jetzt hier 40% schon geschafft, Leute. Easy going. Dann switchen wir mal ganz kurz hier rüber zum Esen. Nudeln. Hä? Oder Pasta, ja, gut. Pasta. Kann man natürlich auch nennen, wie man möchte. Hä? Es ist auch Pasta. Wie solltest du sich denn sonst nennen? Nudelpasta, Pasta-Nudeln, Königsnudeln, Götternudeln. Wie solltest du dich denn nennen? Spaghetti! Oh Mann, ich habe immer volles Problem. Spaghetti. Nein! Wie wird das denn geschrieben? Spaghetti.
Spaghetti. Ja, Spaghetti wird es geschrieben. So, okay. Hab schon immer ein großes Problem mit gehabt, dass sie sind Nüsse, aber die heißen, wie heißen die Nüsse nochmal? Das sind, die sind sauteuer, die kosten richtig viel Geld. Mann, Pistazien. Ich glaube, es wird so Pistazien. So, Pistazien. Wow. Okay, Pistazien ist schon ein schweres Wort. Boah, das könnte Brennnessel sein. Das könnte aber auch Zitronenmelisse sein. Das könnte aber auch irgendein anderes Gewürz sein. Das ist auf jeden Fall keine Paprika. Boah, das ist jetzt wirklich mal schwer, Leute. Woher soll ich denn wissen, was das für ein Grünzeug sein soll? Das könnte auch Salat sein einfach. Vielleicht auch einfach Spinat. Wollen wir mal Spinat probieren? Gibt's hier? Nee, gibt's kein S. Spinat ist es nicht. Okay, lass mal kurz helfen. Irgendwas mit M. Minze. Oh mein Gott, es ist Minze. Oh, okay, aber ja, jetzt mal Real Talk. Wer will mir hier sagen, dass das hier auf den ersten Blick erkennbar ist? Hört jetzt auf. Ich weiß ganz genau, dass ihr... Ja, hört auf. Ja, ihr seid nicht... nein, ihr wusstet das nicht, okay? Ihr wusstet es genauso wenig wie ich, ja? Lasst ein Like da, sofort. So. Wir schauen rein. Das ist Reis. Könnte auch Sushi sein. Ja, es ist Sushi. S-H-U-S-I. S-H-U-S-I. Sushi. Hä? Ah, oh. S-U-S-H-I. So rum war's. Hupsi, tut mir leid. Ich bin dumm manchmal. Das ist eine Gürk. Die gute alte Gurke. Oh, ich liebe Gurken mit Salz, Leute. Oh, Gurken mit Salz schmeckt so nice. Das ist eine Waffel. Waffel. So. Eine ganz stinknormale Eiswaffel. Cool. Das da ist eine Mango. Auf den ersten Blick gesehen. Oh, Mango ist auch so lecker. Oh mein Gott, Mango schmeckt so nice. Gerade auch, wenn die so geschnitten ist. Oh, hu. Ja, ich habe mega Hunger. Ich habe es eben gesagt, dass ich Hunger habe. Mir glaubt aber niemals jemand. Ich hab Kohldampf. Ich habe hier nur so Brot liegen neben mir. Aber wer isst denn schon gerne Brot? Hä? Ist das Tomatenmark vielleicht? Was soll das sein? Sind das Hähnchenflügel? Hä? Was ist das? Hä, was soll das sein? Hä? Ich check's null. Was ist das zu essen? Was ist das? Da. Was? Hä, ich erkenn's halt gar nicht. Sind es Hühnerflügel vielleicht? Nee, aber da ist kein Ü dabei. Was soll das sein? Kohlrouladen? Hä? Kohlrouladen? Was soll das denn darstellen? Oh mein Gott, da muss ich jetzt richtig viele Punkte aufbrauchen für... Da muss ich richtig viele Punkte aufbringen. Das hier könnte sein. Seixö. Okay, das könnte auch was anderes heißen. Es war das Eis. Ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Okay, das sind Chips. Die kenne ich natürlich zu gut, Leute. Oh mein Gott, ich habe gerade eben an was ganz anderes gedacht. Das hier könnte Filet, Hähnchenfilet vielleicht? Nee.
Das ist ja auch keine richtige Aussage. So Filet könnte ja alles Mögliche sein. Paprikafilet, Filet, 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 Spieß. Nein, Filet, Hähn. Das geht auch nicht. Oh Mann, Alter, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ist das hier? Fisch. Wahrscheinlich ist es Fisch. Es ist Fisch. Okay, wir müssen ja wirklich aufpassen, Leute. Unsere Punkte oben gehen langsam leer. Das ist Krebs. Waffelkrebs, Krebs. Krebs ist das doch, oder? Das ist doch Krebs. Das ist doch Krebs. Oder wie nennt sich das noch? Alter, ich weiß nicht. Pfannkuchen? Pfannkuchen. Pfannkuchen? Ist das richtig? Könnte es sein? Es ist der Pfannkuchen. Es ist der Pfannkuchen. Yeah. Okay. Das ist ein Avocado. Avocado. Mom can't say the avocado man. Brot. Das gute alte Brot. Man kennt es, Leute. Das gute Brot. Das ist eine Tomate. Darauf habe ich nur gewartet, auf die Tomate. Zack, und da kriegen wir die Punkte. Da flattern die Punkte rein. Oh, was könnte es sein? Honigmelone? Wahrscheinlich nur Melone. Melone. Wusste ich doch. Brötchen? Croissant? Croissant? Es ist nicht das Croissant? Es ist nicht das Croissant? Doch, es ist das Croissant. Aber... habe ich das jetzt falsch geschrieben? Croissant. Nein. Okay, es reicht für heute. Wir machen hier heute Schluss. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Ciao.